The Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 24. August. Water levels are dangerously low in the western part of the U.S. It's come in the form of a mega drought. It's drying up the Colorado River and draining the nation's largest man-made reservoir, Lake Mead. This is a crisis that we haven't seen in history. Die Dürre im amerikanischen Westen hat harte Konsequenzen für die Menschen, die dort leben. Das Motto lautet: Wasser sparen, bis die Polizei kommt. ProSieben hat jetzt eine dieser kalifornischen Wasserstreifen begleitet. Jedes Haus mit einer geraden Nummer darf heute nicht wässern. Wenn wir also eine gerade Hausnummer erwischen, hängen wir ihnen eine Verwarnung an die Tür. Die meisten Bürger nehmen das ernst. Sie schränken sich ein. Gießen halt nur noch an den Tagen, wo es erlaubt ist, und sie werden erfinderisch, besprühen zum Beispiel den ausgetrockneten Rasen vor dem Haus mit grüner Farbe. Andere wiederum scheint das Wasserspargebot nicht zu jucken. Sie überziehen ordentlich ihr monatliches oder auch wöchentliches Wasserbudget. Wie ein investigatives Reporterteam von CBS und LA Times herausgefunden hat, lassen Stars wie Kim Kardashian für ihre parkähnlichen Gärten, Swimmingpools und Jacuzzis ordentlich das Wasser laufen. Der Instagram- und Reality-Star hat in der nördlich von Los Angeles gelegenen Gemeinde Hidden Hills im Juni fast 900.000 Liter Wasser mehr verbraucht, als ihr eigentlich zusteht. Auch Rocky- und Rambo-Darsteller Sylvester Stallone gehört zu den berühmten Wassersündern. Sylvester Stallone's $18 million mansion in Hidden Hills is also on the list of those who went over budget for at least 4 months. Records show the account in his wife's name used 351% of its budget in May. Diese Meldung hat eingeschlagen wie eine Wasserbombe. Stallone muss sich jetzt vor seinen Nachbarn rechtfertigen und ihm droht sogar eine saftige Strafe. Doch was kann man gegen den weltweiten Wassermangel, der ja kein Spezialproblem von Kalifornien ist, eigentlich tun? Naja, Putin bekämpft man, indem man der Ukraine schwere Waffen liefert. Die Innovationsschwäche einer Firma bekämpft man, indem man den Chef feuert. Die Raserei auf den Straßen bekämpft man, indem man den Führerschein des Rasers kassiert. Aber wie, bitteschön, bekämpft man eine weltweite Dürre? Ja, das ist noch keinem Regierungschef eingefallen. Deswegen gibt es auch zu diesem Thema keine Regierungserklärung. Kein Parlament, keine Notsitzung, kein Kommuniqué. Ja, nicht mal die Wirtschaftsforschungsinstitute haben einen 10-Punkte-Plan vorgelegt. Die Frage, wie bekämpft man eine Dürre, ist schlichtweg im Moment nicht beantwortbar. Europa, das wiederum steht fest, leidet an der größten Dürre seit 500 Jahren. Das hat jetzt die Forschungsstelle der EU-Kommission veröffentlicht. Und Europa leidet, ohne zu wissen, was außer dem Leiden eigentlich jetzt zu tun wäre. Das Einzige, was offenbar bleibt, ist das Beten. Vielleicht wie hier der italienische Erzbischof aus Mailand, der um Wasser für die ausgetrocknete Poebene bittet. Da un momento all'altro arrivi dal cielo acqua a sufficienza per le necessità della nostra terra e di tutte le terre. Noi lo speriamo vivamente. Hoffentlich wird der Mann erhört, denn die weltweiten Folgen einer Dürre sind gravierend. Das fängt schon bei der Landwirtschaft an. In den USA rechnen Experten mit einem Rückgang der Baumwollernte um mehr als 40%. In Spanien werden die Erträge von Oliven in diesem Jahr um rund 30% zurückgehen. Und jeder Ernterückgang führt natürlich, da die Ware knapp wird, zu steigenden Preisen. Und so wird die Wasserknappheit zum Inflationstreiber. In der chinesischen Provinz Sichuan im Übrigen sieht es nicht besser aus. Da trocknen die zur Stromerzeugung genutzten Wasserspeicher aus. Die Folge? Volkswagen und Tesla, die beiden großen Werke in dieser Region, rechnen mit Verzögerungen in der Produktion. Ihnen fehlt schlicht der Strom. Toyota und ein Batteriehersteller haben ihre Fabriken in China sogar schon vorübergehend geschlossen.
In Frankreich, wo der Großteil des Stroms ja aus der Atomkraft stammt, drosseln die Betreiber einer Reihe von Kernkraftwerken jetzt ihre Stromproduktion. Warum? Weil das Wasser der Flüsse Rhône und Garonne die Kühlung der Atomanlagen so wie bisher nicht mehr gewährleistet. Der Rhein ist ebenfalls betroffen. Er ist die Hauptverkehrsroute für die Kohle, für das Öl, für Getreide von und nach Deutschland. Und auch hier zu wenig Wasser führt dazu, dass die Frachtschiffe nicht mehr so häufig und nicht so doll beladen auf Reise gehen können. Die Lieferkosten steigen und die Waren werden knapp. Manches muss auf Schiene und Straße ausweichen. Auch hier wieder die Preise reagieren. Und sie reagieren, indem sie nach oben ausschlagen. Fazit: Das neue Gold scheint das Wasser zu sein. Apollinaris, the Queen of Table Waters. Vielleicht wird ein Apollinaris ja bald teurer als Champagner. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der FDP-Justizminister Marco Buschmann hat uns im Studio besucht. Er spricht über das geplante Corona-Gesetz und, naja, über den Unmut über die Gasumlage spricht er auch. Ich gehe davon aus, dass der Energieminister sich etwas überlegt, wie er mit diesem potenziellen Problem der Mitnahmeeffekte umgeht. Also mich ärgert das auch. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weißbach berichten über die Produktionsverlagerung des iPhones und über den erneut schwachen Euro. Außerdem, wir trauern um eine deutsche Institution in Las Vegas, die jetzt abgerissen wird. Und wir wundern uns darüber, dass Hunde auch Tränen hervorbringen können. Wir sind für das Miteinander in Europa und das Gelingen des Fortschritts verantwortlich. Sondern in einer Fortschrittskoalition auch für eine wirkliche Erneuerung sorgen. Ob es ein fortschrittliches Zentrum geben kann aus dieser gemeinsamen eigenständigen Haltung gegenüber dem Status quo. Das Zauberwort der Ampelkoalition war ja zu Beginn der Fortschritt. Ob SPD, FDP, Grüne am Ende wirklich dieses Fortschrittsversprechen erfüllen können, wird sich zeigen. Steiniger Weg, denn für den Fortschritt braucht es eine Art Gleichschritt zwischen den Koalitionspartnern. Der ist in Gefahr. Neben Gasumlage, Russlandstrategie wird auch das Thema Corona nochmal heiß. Die aktuell gültigen Corona-Regelungen laufen nämlich im Oktober aus. Aber was bitteschön kommt danach? Maskenpflicht in Innenräumen? Impfdruck durch besondere Auflagen? Heute will das Kabinett die Grundlagen für diese neuen Corona-Regeln legen. Und der Mann, auf den es dabei ankommt, das ist Bundesjustizminister Marco Buschmann. Mein Kollege Rasmus Buchsteiner hat ihn zu uns ins Studio eingeladen und mit ihm gesprochen. Der Mann kommt aus Gelsenkirchen, ist 45 Jahre alt, Jurist und sitzt für die Liberalen im Deutschen Bundestag. Heute Morgen ein Ausschnitt aus dem Gespräch Buschmann Rasmus Buchsteiner und am Samstag dann die gesamte Unterhaltung als Hauptstadt-Spezial. Schönen guten Morgen, Marco Buschmann. Ja, schönen guten Morgen, Herr Buchsteiner. Sagen Sie, was gilt denn jetzt eigentlich, wenn Spitzenpolitiker fliegen? Die Maskenpflicht oder gilt die nicht? Also ich fliege ganz häufig Linie und da gelten natürlich die allgemeinen Regeln und ich würde auch empfehlen, dass die für jedes Luftfahrzeug auch gelten sollten, weil wir sonst solche Debatten haben, die natürlich so ein Gefühl von Ungerechtigkeit vermitteln. Der Ordnung halber muss man natürlich sagen, dass diese Bilder, auf die Sie ansprechen, die Flugreise des Bundeskanzlers, dass die Kollegen da alle einen PCR-Test vorher machen mussten, so dass man sich schon um die Frage gekümmert hat, dass sich dort niemand anstecken kann. Jedes Luftfahrzeug, sagen Sie, auch der Regierungsflieger. Das würde ich uns dringend empfehlen. Also es ist nicht meine Zuständigkeit. Um die Maschinen der Luftwaffe kümmert sich das Verteidigungsministerium. Aber ich würde empfehlen, dass gleiches Recht für alle gelten sollte. Jetzt sagt jemand wie Alexander Graf Lambsdorff, ein kluger Mann, nach diesen Bildern aus dem Regierungsflieger kann es keine Maskenpflicht mehr im normalen Flugzeug geben. Warum sehen Sie das nicht so?
Ja, also was ich erstmal sagen kann, der Kompromiss zwischen Karl Lauterbach und mir sieht das erstmal nicht vor, weil wir ja nicht über die Situation heute sprechen. Also ich will ganz offen sagen, wenn sich die Lage überhaupt nicht verändern würde, wenn wir im Oktober dieselbe Lage hätten wie jetzt, dann bräuchten wir ja keine Schutzmaßnahmen. Ich würde auch keinem Bundesland empfehlen, von den Möglichkeiten Gebrauch zu machen, wenn die Lage im Oktober genauso wäre, wie sie jetzt im August ist, sondern worüber wir ja nachdenken mussten, ist, was ist eigentlich, wenn das passiert, was uns eigentlich alle seriösen Wissenschaftler, auch die Vorsichtigen sagen? Es gibt ja welche, die übervorsichtig sind. Einige sprechen vom Panikorchester, das finde ich ein bisschen zu polemisch. Aber es gibt natürlich auch andere Wissenschaftler, die kritisch sind, die eher zurückhaltend sind. Aber auch die sagen, es kann mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, dass wir im Herbst nochmal in eine schwierige Situation kommen. Twindemie ist das Stichwort, also vermutlich nochmal eine starke Corona-Welle, die stärker ist als das, was wir im Sommer erlebt haben. Natürlich. Und nochmal eine starke Grippewelle. Und deshalb brauchen sind wir jetzt ein paar Team Regeln. Vorsicht, muss man sagen. Naja, also ich will mal eins sagen. Noch vor wenigen Wochen haben schwarz-grüne Landesregierungen mir Kataloge geschrieben, was alles ins Infektionsschutzgesetz gehört. Kontaktbeschränkungen, Personenobergrenzen, also das volle Programm. Herr Montgomery sprach wieder von Lockdowns. Auch der Gesundheitsminister hat öffentlich noch sehr lange über pauschale Schulschließungen gesprochen. All das kommt ja jetzt nicht. Und dafür haben wir auch lange verhandelt und sind uns jetzt Gott sei Dank auch einig, dass wir die Leute nicht mit solchen Maßnahmen verrückt machen, sondern das Einzige, was wir ja verpflichtend vorgeben als Bundesgesetzgeber, das sind also zusätzlich zu dem, was wir so kennen, das sind ja Masken und Tests in Krankenhäusern, alten Pflegeeinrichtungen. Das halte ich auch für richtig, weil da in den letzten Wintern sehr viele Menschen gestorben sind. Und das ist eine Maßnahme, die andere europäische Länder sogar im Sommer hatten. Und deshalb halte ich das für maßvoll. Und alles andere sind reine Vorsichtsmaßnahmen, sind reine Optionen, von denen die Länder Gebrauch machen können, aber nicht müssen. Und die zum Teil nur unter sehr strengen Vorgaben gezogen werden können. Gut, aber was gilt denn jetzt im Flugzeug? Im Flugzeug gilt, was im § 28b Absatz 1 der künftigen Rechtslage steht. Und da gilt nach dem Entwurf, dass dort Erwachsene Passagiere FFP2-Maske tragen, dass dort Kinder, Jugendliche zwischen 6 und 14 medizinische Maske nur tragen müssen, jüngere Kinder gar nicht und dass das Personal mit medizinischer Maske dort haben kann. Das sagt der Entwurf, dem wir dem Parlament übergeben. Und dann steht es natürlich in der Entscheidungsbefugnis des Parlaments, daraus das zu machen, was das Parlament für richtig hält. Das letzte Wort haben die Abgeordneten. Jetzt kommen wir mal zu einem ganz, ganz konkreten Thema, was sicherlich auch über Ihren Schreibtisch gewandert ist, das Thema Gasumlage. Sehr umstritten in diesen Tagen. Sind Sie als Verfassungsminister überzeugt, dass dieses Konstrukt am Ende dann auch Bestand hat und verhältnismäßig ist? Also das ist natürlich erstmal etwas, was mir auch als überzeugten Liberalen erstmal, das ist nicht das Mittel der Wahl, zu dem man greift. Es ist allerdings so, wir hatten folgende Situation und deshalb haben wir uns am Schluss dafür entschieden. Wir hatten ja so ein bisschen bei dem Unternehmen Uniper eine Situation, dass die halt langfristige Gaslieferverträge abgeschlossen haben, sowohl die für Gas, das sie bekommen, wie auch das, was sie weiterverkaufen. Und es war jetzt so, dass ich sage jetzt mal eine Zahl, wenn man sein Gas für 100 weiterverkauft und es für 50 einkauft, dann macht man Gewinn. Wenn man dann aber über Nacht, weil ein Lieferant Russland eben sagt, ich liefere nicht mehr zuverlässig, sein Gas weiter für 100 verkauft und für 300 einkaufen muss, dann kippt man um. Und das ist erstmal was Normales in der Marktwirtschaft, dass ein Unternehmen umkippt und Insolvenz gehen kann. Nur wenn wir das hier zugelassen hätten, dann wären sehr viele Stadtwerke wären da dran gehangen. Und dann hätten sehr viele Gaskunden, die in dieser Lieferbeziehung drin hängen, sich neue Anbieter suchen müssen, hätten möglicherweise dann sofort eine Verdreifachung ihrer Gaspreise erlebt. Es wären vielleicht Stadtwerke umgefallen. Und da haben wir gesagt, bevor das passiert und die Gasversorgung im Chaos versinkt in Deutschland, jedenfalls für eine bestimmte Zeit, da muss man etwas tun. Und das war dann der Vorschlag des Energieministers,
zu dem wir uns dann durchgerungen haben. Aber leicht ist uns das natürlich nicht gefallen. Und nochmal zurück zum Thema Verhältnismäßigkeit. Wie kann eine Umlage verhältnismäßig sein, die tatsächlich auch genutzt, beantragt werden kann von Unternehmen, die gar nicht in Insolvenz zu fallen drohen gerade? Das ist was, was weiterhin als Ungerechtigkeit empfunden wird. Ja, das ist auch ein Ärgernis. Das wären dann ja Mitnahmeeffekte. Also diese Maßnahme ist ja vorgesehen gewesen, um zu verhindern, dass die Gasversorgung, die Energieversorgung in Deutschland Schadenleide zusammenbricht. Und ich gehe davon aus, dass der Energieminister sich etwas überlegt, wie er mit diesem potenziellen Problem der Mitnahmeeffekte umgeht. Also mich ärgert das auch. Gut, also da sagen Sie, die Koalition wird in diesem Herbst da eine rechtliche Lösung, eine Korrektur finden. Ja, also ich gehe davon aus, dass der zuständige Fachminister, der dafür federführend ist, jetzt mit seinen Experten darüber nachdenkt, weil, wie gesagt, das Ziel war, dass wir Unternehmen stabilisieren, die sonst umkippen und wir sonst zu Lasten der Gaskunden, darum geht es am Ende, es geht ja nicht um das Unternehmen, sondern es geht ja darum, dass wir verhindern wollten, dass dann Gaskunden sich über Nacht sich einen neuen Lieferanten suchen mussten, der dann sagt, also ich liefere dir Gas, aber zum dreifachen Preis zum Beispiel oder gar noch mehr. Und weil die Leute ja häufig gar nicht wussten, ob sie an dieser Kette hängen, also von außen das gar nicht entscheiden konnten, wäre das, glaube ich, ein sehr harter Schlag gewesen. Und deshalb konnte man das gut vertreten, aber Mitnahmeeffekte muss man natürlich, wenn es irgendwie geht, verhindern. Und ich denke, dass der Robert Habeck sich dazu was überlegen wird. Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los? Na, da zerreißen sich alle das Maul über die Journalie und über die Wirtschaftsvertreter, die mit Scholz und Habeck nach Kanada geflogen sind. Bei mir ist jetzt Gordon Ripinski im Regierungsflieger. Da bist du gerade, Gordon, richtig? Ja, genau. Grüß dich, Gabor. Guten Morgen. Ich bin hier gerade auf dem Weg. Wir haben einen innerkanadischen Flug vor uns ohne Maskenpflicht. Das wäre ohnehin so gewesen. Ja, mit der Maskenpflicht, darüber regt man sich hier auf. Denn die Maskenpflicht gilt in der Lufthansa auch für Menschen, die getestet, genesen, ich weiß nicht was sind. Warum gilt das im Regierungsflugzeug nicht? Ja, es gibt eine eigene Regelung der Luftwaffe, die eben besagt, dass es keine Maskenpflicht gibt, dafür aber eben durch Tests die Sicherheit erhöht werden kann. An diese Regel hält sich natürlich auch der Regierungsflieger, der der Luftwaffe untersteht. Nach außen sieht das natürlich merkwürdig aus. Regelkonform ist es. Okay. Wird das unter den Journalisten und unter den Politikern, die ja reichlich an Bord sind, auch kritisch gesehen? Versteht man, dass die Öffentlichkeit diese Ungleichbehandlung empört? Ja, es gibt da eine zwiespältige Sicht auf die Dinge, Gabor. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass das Gefühl schon so ist, dass sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen hier getroffen werden, eben mit diesem PCR-Test, der ja 24 Stunden vor Abreise für alle verpflichtend war. Das gibt es auf keinem anderen Flug. Auf der anderen Seite versteht man natürlich dieses Bild, was nach außen auch gesendet wird, der Ungleichbehandlung. Und das trifft ja genau dieses Gefühl vieler in der Corona-Pandemie. Erstens, die Regeln sind nicht eindeutig, nicht gleich für alle. Und es ist ein bisschen willkürlich. Und dieses Bild, das kann man eben nicht völlig wegwischen. Hat der Kanzler reagiert darauf oder Habeck gar? Nein, dafür hatten die beiden, muss man auch ehrlicherweise sagen, hier in Kanada auch noch Wichtigeres zu tun. Es ging ja um eine wichtige Energiepartnerschaft, womöglich darum, das Gasproblem für Deutschland zu lösen. Also damit haben sich Kanzler und Vizekanzler nicht beschäftigt. Und ist denn in Sachen Energiepartnerschaft ein Fortschritt erzielt worden? Also gibt es in diesem Winter, in dem ja zu befürchten steht, dass in Deutschland tatsächlich gefroren werden muss oder absurde Preise gezahlt werden müssen, gibt es da Linderung aus Kanada zu melden? Für diesen Winter wahrscheinlich weniger, womöglich für den nächsten Winter, wo das ja alles auch noch relevant sein wird. Aber es ist nicht ganz einfach. Aber du musst es dir so vorstellen, in Kanada gibt es sehr, sehr viel Gas. Das Land liegt ja geografisch so ähnlich wie Russland. Auf der anderen Seite ist aber das Problem, dass die Pipelines nicht vorhanden sind, die Infrastruktur nicht vorhanden ist. All das müsste noch gebaut werden. Und da hat Kanada ähnliche Probleme wie wir in Europa. Da gibt es nämlich sehr, sehr viele Gruppierungen, Umweltgruppen, die eben diesen Pipeline- und Infrastrukturausbau verhindern. Scholz' Mission war, Trudeau davon zu überzeugen, dass es trotzdem wert ist, dieses politische Duell, diesen politischen Kampf aufzunehmen. Und er ist vielleicht ein Stück weitergekommen darin. Okay, ist ja selten, dass Vizekanzler und Kanzler gemeinsam fliegen. Wir hatten gestern Morgen schon drüber gesprochen. Gibt es denn aus der Rivalität, Partnerschaft der beiden, die ja womöglich als Kanzlerkandidaten sich beim nächsten Mal wirklich als Duellanten gegenüberstehen, gibt es da was Neues zu berichten vom heutigen Tag oder der gestrigen Nacht?
Naja, die beiden arbeiten schon so kooperativ miteinander, wie es eben geht. In der Sache sind sie ja auch ganz nah beieinander. Auch Olaf Scholz betont immer wieder, der Robert, mit dem er ja so gut zusammenarbeitet und wie das alles funktioniert. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen in der B-Note ein Duell. Und da ist Habeck natürlich ein Stück zugänglicher, ein Stück lustiger, flapsiger als Scholz. Zeigen die sich denn jetzt wenigstens gemeinsam? Auf dem Hinflug nach Kanada haben sie sich gezeigt, da gab es einen gemeinsamen Hintergrund. Jetzt müssen wir mal schauen, jetzt ist die Zeit natürlich etwas knapper. Wahrscheinlich wird das nochmal so sein. Auch am Abend im Hotel gab es einen gemeinsamen Hintergrund. Aber zum Beispiel bei vielen Auftritten, zum Beispiel vor Wirtschaftsvertretern, da waren die Auftritte dann eben getrennt, sodass dieses direkte Vergleichen nicht stattfinden konnte. Mein Tipp, das war kein Zufall. Reagieren die beiden denn aufeinander sozusagen, naja, nicht liebevoll, aber partnerschaftlich? Oder spürt man das tatsächlich, wenn man im Raum ist, dass da zwei beinharte Konkurrenten um die Macht im größten Industrieland Europas sich gegenüberstehen? Nein, diese Konkurrenz spürt man nicht, im Gegenteil. Wenn man sie auch fragt, wie sie zueinander stehen, dann betonen sie das Vertrauensvolle in der Arbeit. Und sie können es ja am Ende auch nicht anders. Beide halten ja dieses Prinzip hoch, dass man gut miteinander zusammenarbeiten muss, wenn alle erfolgreich sein wollen. Und so tun sie es nach außen auch. Wie es nach innen dagegen aussieht, auch gerade wenn es dann auf die Wahlen zugeht, das ist nochmal eine andere Sache. Vielen Dank, Gordon, dann für deine Einschätzung aus dem Regierungsflieger. Und unser nächstes Gespräch findet dann wieder vor Ort in Berlin statt. Dir einen guten Rückflug. Danke, Gabor. Bis dahin. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Na, da schauen alle auf den Computer- und Telefonriesen Apple. Dieser wertvollste Konzern der Welt will sein neues iPhone nämlich auch in Indien produzieren lassen. Warum das so wichtig ist, das bespreche ich jetzt mit Anne Schwedt, unserer Börsenreporterin in New York. Einen schönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Warum interessieren sich die Anleger für diese neuen Produktionsstätten in Indien eigentlich, Anne? Apple will sich unabhängig von China machen. Bisher werden Expertenschätzungen zufolge rund 90% aller Apple-Produkte in China hergestellt. Jetzt haben wir aber ja während der Corona-Pandemie feststellen müssen, wie sehr die Lieferketten leiden können, wenn China sein Land länger als alle anderen in den Lockdown schickt. Dazu kommt auch noch der kürzlich wieder angeheizte Konflikt mit Taiwan, der ja noch für zusätzliche Spannung sorgt. Also Apple ist da schon sehr von der Gunst von China abhängig und riskiert durch diese Abhängigkeit ja auch große potenzielle Umsatzeinbuße. Die Produktion von dem neuen iPhone und zukünftig auch noch anderen Produkten nach Indien und auch noch andere Länder zu verschieben, kommt also nicht nur Apple zugute, um seine Produktion zu sichern, sondern interessiert natürlich auch die Anleger, die auf eine erfolgreiche Zukunft des Konzerns setzen. Klar ist auch ein bisschen die Angst dabei, dass China dann vielleicht mit Gegenmaßnahmen reagieren könnte, wenn Apple seine Produktion komplett aus dem Land abzieht, also zum Beispiel den Verkauf von Apple-Produkten im Land verbieten oder sowas. Das würde Apple schon sehr treffen. 20% seines Umsatzes macht Apple in China. Trotzdem ist es langfristig gesehen schon sinnvoll für Apple, diese Abhängigkeit von 90% Produktion in China deutlich zu reduzieren und auf andere Länder auszuweiten. Vielen Dank, Anne, und damit weiter nach Frankfurt am Main zu Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette. Guten Morgen, Gabor. Der Euro ist ja wieder unter die Dollarparität gesunken. Was, Annette, bedeutet das für die Wirtschaft? Und was denkst du, kann der Euro noch weiter fallen? Der Euro ist in der Tat auf ein 20-Jahres-Tief gefallen, unter die Parität zum US-Dollar. Das bedeutet für die Wirtschaft erstmal aber per se nichts Schlechtes, denn die europäischen Unternehmen können somit ihre Güter günstiger an den Rest der Welt verkaufen, denn die anderen müssen weniger ihrer Währung einsetzen, um euro-denominierte Güter zu kaufen. Auf der anderen Seite bedeutet es aber hingegen auch, dass wir, die Euro verdienen, mehr ausgeben müssen für US-Dollar-denominierte Waren. Das sind vor allem auch Rohstoffe und Energie. Also das dürfte die Inflation noch einmal mehr antreiben. Allerdings, der Ausblick für die Wirtschaft ist auch nicht besonders rosig. Und der Euro, der könnte laut Analysten sogar noch weiter fallen. Denn die EZB wird es sehr schwer haben, die Zinsen ordentlich anzuziehen angesichts der drohenden Wirtschaftskrise über die nächsten Monate. Schon jetzt zeigen die Einkaufsmanager-Indizes, dass die Eurozone 2 Monate in Folge schon geschrumpft ist von der Wirtschaftsaktivität im Dienstleistungs-, aber auch im verarbeitenden Gewerbe. Und die nächsten Monate, die dürften sogar noch schwieriger werden.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Na, dass Little Bavaria in Las Vegas abgerissen werden soll. Little Bavaria, das war das luxuriöse Domizil der beiden Magier Siegfried und Roy. Siegfried erinnert sich noch, wie es in den 60er Jahren ausgesehen hat. Da war kein Baum und kein Grün und nix. Und dann war natürlich dieses kleine Holzhaus. Das kleine Holzhaus sollte eine prächtige Villa werden. Also wurde das Grundstück gekauft und es wurde offenbar ordentlich in die Hände gespuckt, wie diese RTL-Reportage beschreibt. Eine Oase in der Wüste von Nevada. Komplett mit eigener Kapelle, gigantischer Poollandschaft und viel Grün. Die sagen, das ist die Lunge von Las Vegas. Die grüne Lunge der Stadt. Siegfried und Roy haben sich ihr eigenes Paradies auf Erden erschaffen. Am gusseisernen Tor dieses Paradieses hingen immer zwei kleine bayerische Wappen. Die Heimat von Siegfried, deshalb der Name Little Bavaria. Hier lebten neben dem bayerischen Löwen an der Tür auch ein Teil der weißen Tiger. Zentraler und, naja, beeindruckender Bestandteil dieser Magieshow der beiden von Siegfried und von Roy. Der Rest ihrer Tiere lebt in einem Privatzoo, auch nicht weit von diesem Haus, aber direkt neben dem Hotel La Mirage, wo sie jahrzehntelang jeden Abend gemeinsam auf die Bühne gingen, die beiden und ihre Tiger. Nachdem vor 2 Jahren erst Roy verstarb, ist im vergangenen Jahr auch Siegfried im Alter von 81 Jahren von uns gegangen. Seitdem steht das Anwesen Little Bavaria leer. Die Häuser begannen zu verfallen und um den prächtigen Garten hat sich auch keiner mehr gekümmert. Jetzt ist also klar, das Gelände wird verkauft und dem Erdboden gleichgemacht. Ein Wohnblock kommt dahin. Gerade mit Blick auf die vielen Bäume dort ruft das natürlich die Kritiker auf den Plan. Diese Stadtführerin in Las Vegas zeigt sich in ihrem Videoblog total erschüttert, während sie an dem Bauzaun vorbeiläuft. This is an end of an era. It's like they're bulldozing it and going to build homes. Das Geld des Verkaufs dürfte in die Stiftung von Siegfried und Roy fließen, die sich unter anderem um den Erhalt von weißen Tigern kümmert. Denn die Magier gingen, aber die Magie dieser Tiere, die bleibt. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Na, dass nicht nur Menschen, sondern auch Hunde vor Freude weinen können. Was Hunde nicht alles können, Sitz, Platz, bei Fuß. Und manchmal, das verdanken wir den Beatles, diese Erkenntnis, manchmal können sie auch singen. Und jetzt können sie auch noch weinen. Das hat ein Forscherteam rund um Takefumi Kikusui aus Japan herausgefunden. Der Wissenschaftler Kikusui besitzt selbst 2 Pudel. Als eine Pudeldame Welpen bekam, machte der Wissenschaftler eine Beobachtung. Jedes Mal, wenn die Welpen an der Brust ihrer Mutter Milch tranken, veränderte sich das Gesicht der Pudeldame, ihr stiegen Tränen in die Augen. Ganz ehrlich, sagt der Wissenschaftler. Deshalb wollte Kikusui untersuchen, ob der Mensch und der Hund in freudigen Situationen nicht doch beide weinen können. Und das Ergebnis, sie können. Dafür sorgt beim Hund und beim Mensch das Kuschelhormon Oxytocin. Das im Gehirn produzierte Hormon spielt für das Zusammenleben unter Menschen, wie wir wissen, eine große Rolle. Es leitet zum Beispiel eben das Weinen ein, stärkt die Bindung zwischen Mensch und Kind und kann auch unter Erwachsenen die Paarbindung befördern. Dieses Hormon setzt auch bei Hunden ein. Sehen sich also Hund und Frauchen oder Herrchen nach längerer Zeit wieder, wird das Hormon Oxytocin freigesetzt und dadurch steigen Freudentränen in die Augen.
Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir und am besten auch Ihrem Hund gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.